Ein herzliches Hallo an alle Tanzbegeisterten da draußen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ganz bequem von zu Hause aus eine schöne Körperdynamik in den lateinamerikanischen Tänzen erzeugen könnt. Denn oft tanzen wir etwas sehr steif, sage ich mal, und das Ziel wäre es, dass wir wirklich schön hier unseren Oberkörper und Unterkörper bewegen, sodass das Ganze noch besser ausschaut. Also viel Spaß beim Mitmachen! Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist ganz einfach. Und zwar nehmen wir ein Stückchen nach hinten und jetzt laufen wir nach vorne, einfach so, als ob wir auf der Straße laufen würden. Was passiert hier? Wir haben schon eine Gegenbewegung im Körper. Heißt also, der Fuß, in dem Fall mein linker Fuß ist vorne und meine rechte Hand ist vorne. Und jetzt die andere Seite, rechter Fuß vorne, linker Arm vorne. Ja? Das heißt schon, es ist wie eine natürliche Bewegung, die wir in den lateinamerikanischen Tänzen aufgreifen, es ein bisschen intensiver tanzen oder intensiver ausführen und dadurch entsteht dann das Tanzen. Ja? So, als nächstes möchte ich, dass wir uns gemeinsam einfach gerade aufstellen und das gleiche, wie wir es hier vorwärts getanzt haben, machen wir einfach am Platz. Oder getanzt, wir sind gelaufen. Und zwar marschiere ich einfach am Platz. Wunderbar. Und hier bitte mal darauf achten, wenn mein linkes Knie nach vorne schaut, oder mein rechtes Knie, dann schaut mein linker Arm nach vorne. Und andersrum. Ich zeige es nochmal hier. 1, 2, 3. Versucht einfach mal das nachzumachen, sodass ihr merkt, okay, da ist schon eine Gegenbewegung vorhanden. Wunderbar. So, und jetzt möchte ich gerne zu der Isolation kommen. Das heißt also, wie kann ich hier meine Hüfte schön nach hinten bewegen, dass ich nicht kippe und nicht das entsteht. Als erstes müsstet ihr bitte darauf achten, dass hier ihr den Bauchnabel nach innen zieht und euer Becken nach vorne kippt. Ja? Also aus dieser Bewegung, ja, versuchen wir hier uns aufzurichten. Oder auch wenn wir hier jetzt mal so ins Knie gehen, dann kippt unser Becken hier nach vorne, Bauchnabel rein und wir stellen uns gerade auf. So, und jetzt machen wir unsere Arme auf wie ein Flugzeug, als ob wir gleich losfliegen wollen. Das nutzt, oder der Sinn davon ist, dass der Oberkörper wirklich mal gerade bleibt und nur der untere Bereich arbeitet. So, was wir jetzt machen bitte ist, Bauchnabel rein, Arme raus und jetzt geht die eine Hüfte nach hinten rum und ihr werdet merken, wenn die Arme weiter raus, also zur Seite schauen, dass der Oberkörper automatisch hier nach vorne geht. Ich zeige es nochmal so, boom. Und nochmal von hinten, boom. Die Arme gerade, bitte korrigiert, dass nicht das passiert, sondern ihr wirklich so steht. Und die andere Seite. Und die andere, so dann werdet ihr merken, oh, okay, da rotiert was. Ich spüre einen Zug in meinem Körper. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr alles richtig gemacht. So. Und natürlich machen wir das in lateinamerikanischen Tänzen so, dass wir oben nicht ganz steif sind, sondern wir bewegen uns in die Gegenbewegung mit. Und zwar machen wir das jetzt mal gemeinsam. Wir nehmen nochmal hier unsere Arme, als ob wir hier loslaufen wollen mit Stöcken oder wie auch immer. Und wenn wir jetzt mit der einen Hüfte nach hinten gehen, dann geht hier mein Knie nach vorne und der eine Arm ist vorne. Und jetzt der andere. Boom. Und nach hinten. Ganz wichtig, nicht nach hinten kippen, also nicht das machen, sondern wie gerade geübt, Hüfte nach hinten, Arm nach vorne. Und wumm, wumm, wumm nach vorne. Und noch einmal, Knie nach vorne und wir laufen los. Laufen, laufen. Und was jetzt ganz wichtig, was jetzt entsteht, ist, wenn die eine Hüfte nach hinten arbeitet, dann arbeitet hier meine linke oder meine rechte Hälfte vom Oberkörper nach vorne. Es ist also eine Gegenbewegung und Gegenbewegung. Eine die Hüfte nach hinten, Oberkörper nach vorne und hinten, wumm, wumm. Und nochmal von vorne und nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Die Verbindung des Ganzen ist hier in dem Bereich, das ist meine Mitte, die verbindet Ober- und Unterkörper. Sehr gut. Und dann nehmen wir nochmal die Arme zur Unterstützung und dann spürt ihr, wie ihr hier schon sehr dynamisch nach vorne euch bewegt. So, wunderbar. Und als nächstes machen wir das Ganze in einer Seitbewegung. Ich mache also die Beine auf
und gehen jetzt mal auf die eine Seite, hier, und auf die andere, wo, rüber. Und eine Seite und die zweite. Eins, zwei. Ich zeige es mal von hinten. Wir machen also unsere Beine jetzt auf und gehen einmal zur Seite und zur Seite und zur Seite. Heißt also hier, Hüfte nach hinten, Oberkörper raus. Boom, boom, boom. Sehr gut. Dann spürt ihr erstmal so eine Dynamik in eurem Körper. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr alles richtig gemacht. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!